Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu Dying Light 2. Ja, und vielleicht hört ihr schon einen kleinen Unterschied. Hey, moin. Denn ich habe jetzt endlich mein neues Mikrofon, mein Shure M7B. Das altbekannte Streamer und Let's Player und Rapper-Mic. Alles, was man braucht, habe ich jetzt. Haben wir jetzt inzwischen eigentlich mal unsere Waffe gekriegt? Nee. Ich verstehe das nicht. Es hieß, wir kriegen eine Waffe. Dann stand da, ich soll hier ans Dings, ans Inventar gehen und die ist dann hier. So ein geiler Säbel. Das ist der nicht. Das war so eine geile Machete. Warum haben wir die nicht gekriegt? Was habe ich falsch gemacht? Ich verstehe es nicht. Egal, wir haben jetzt Nacht. Feiere ich nicht ganz so krass ab. Das ist, die haben wir eingenommen. Okay. Okay, also es könnte sein, dass ich habe jetzt das Mic-Setup so nach Gefühl gemacht, ne? Ein paar Videos dazu geguckt. Es könnte sein, dass sich das nochmal verändert. Ab der nächsten Aufnahme ist dann auch wieder der Greenscreen am Start. Räusper. Ja, der ist dann wieder am Start und dann, ja, wie soll ich sagen, müssten wir auch wieder eine Facecam haben, ne? So, ich bin ein bisschen lost, es ist 4 Uhr nachts. Größte Vielfalt. Okay, was hat er denn? Ja, wir haben eh kein Cash. Wir müssen zu Aitor. Keine Ahnung mehr. Ich muss nur noch mal ganz kurz hier was nachgucken. Und zwar schmeckt mir das doch nicht ganz so gut, dass ich mich so laut auf meinen Ohren höre. Und den Spielsound dafür nicht so laut. Ich würde sagen, ich mache das lieber so. Und dann kann ich hier ja, glaube ich, noch ein bisschen hochdrehen. Alles klar. Das Ding ist einfach, dass ich den Spielsound etwas runter gemacht habe. Einfach weil jetzt das Mikrofon ein bisschen lauter war. Aber ich glaube, ich passe das Ganze mal wieder ein bisschen an. Und mache es mal wieder hier so, wie es war. Denn, ich glaube, damit fahren wir besser, wenn ich die Lautstärke vom Spiel so lasse, wie wir sie hatten. Okay. Gut, wieso höre ich mich denn jetzt eigentlich dann trotzdem selber? Ich dachte, ich habe das gerade ausgeschaltet. Ach Leute, ich sag's euch, mit dem neuen Mikrofon kam ja nicht nur das Mikrofon, sondern ich habe mir auch noch ein, Mike, okay, den wollte ich eigentlich ausmachen. Wieso kann ich das denn gar nicht ausmachen? Ach so, kann ich nicht, weil ich muss hier hingehen und dann zack. Okay, und jetzt höre ich mich nicht mehr selber. Alles klar. Finde ich das gut oder will ich mich vielleicht doch lieber selber hören? Ah, Leute, das ist schwierig. Sorry für das kleine Rumstehen jetzt. Ich glaube, ich mache es doch so. So höre ich mich ganz leise, ein bisschen auf den Ohren. Das ist irgendwie angenehmer. Okay, weil ich es inzwischen auch einfach gewohnt bin. So. Lang genug AFK gewesen. Spiel ist jetzt auch wieder laut genug. Mäh. Okay, was machen? Ja, deine eine Waffe. Die soll ich mir holen. Ich schlaf jetzt einfach mal. Denn ich glaube, tagsüber sind wir besser dran. Auf nachts habe ich momentan noch nicht so Bock. Sag mir nicht, es ist immer noch Nacht. Nein, es hätte ja sein können, dass die das für die Mission... dass da Nacht sein muss, aber ich glaube nicht. Wie weit ist das denn weg? Vor allem, wir können als allererstes, können wir mal unser Fernglas auspacken. So. Huch, jetzt habe ich es ja wieder weggepackt. So. Ich wollte hier mal ein paar Sachen scannen. Die scannen wir alles schon. Da ist Downtown, da wollen wir hin, ne? Glaube ich. Dafür... Achso, ja, stimmt, wir haben ja das Ding, wir haben ja den Ring geholt. Hallo, gibt's hier was? Warum zoomt er da ran? Hä? Ah, da. Das ist das Hounfield Stromwerk. Alles klar. Und was ist hier? Kaffee. Er zoomt hier ran, aber ich weiß nicht auf was. Das haben wir schon. Zoomen können wir auch nicht. Vielleicht ist da irgendwas... Jetzt zoomt er nicht. Ach. Naja, aber nicht mehr so richtig. Hä? Was ist da? Bitte was? Okay, entdeckt.
Dunkle Höhle. Alles klar. Dann gehen wir nochmal auf der anderen Seite gucken, ob wir noch was... Theoretisch müssten wir ja da hoch und von da machen, ne? Hier, das, da muss doch irgendwas sein. Das muss doch irgendwas sein, oder? Yo, als ob das hier... Achso, das haben wir schon entdeckt. Das ist der Bazar. Ups. Ja, fail. Okay. Hier. Die haben wir noch nicht. Die Old Villa Meister... Das Old Villador Meister Windrad. Okay, da hinten. Die. Was ist hier noch? Er will immer, aber so richtig macht er nicht. Okay. Dann nochmal in die Richtung gucken. Wir gehen gleich weiter. Ich will nur... Kann hier nicht benutzt werden. So, jetzt aber. Das haben wir schon. Das haben wir auch schon, die Kürbisfarm. Alles klar, okay. Hemmstoffbehälter in der Nähe. Ich weiß jetzt inzwischen, was die Hemmstoffbehälter sind. Ja, ich habe auch viele Filme geschaut. Die Hemmstoffbehälter sind wichtig. Moin, Jungs. Das ist richtig. So, wahrscheinlich da unten drin, ne? Das bedeutet... Hallo? Darf ich mal, bitte? Ja, mach dich aus dem... Alter! Aus dem Weg. So. Nee, ich weiß überhaupt nichts. Labert mich nicht voll. So, ich würde gern hier runter. Ui, yippie, das macht ja Spaß. So, hier sind die Zimmelmänner. Okay, und ich hatte gehofft, dass wir hier irgendwo... langkommen. Beziehungsweise reinkommen. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, können wir uns diese Hemmstoffbehälter irgendwie noch besser anzeigen lassen? Weil hier scheinen sie ja scheinbar doch nicht zu sein, wie ich dachte. Nee, das war jetzt nicht so gut. Ich dachte, wir kommen irgendwo rein. Okay, hier geht's noch rein. Aber ist auch wieder nur ein Durchgang. Hemmstoffbehälter erkannt. Was ist denn das? Wurfspeer. Boah, komm. Ach so. Hey, geil. Okay, jetzt haben wir so ein Rohr. Kein anderer. Hemmstoffbehälter, ich will den haben. Wo ist der Hemmstoffbehälter? Ist er hier? In der Mülltonne. Nee, ich guck mal gleich auf die Map. Vielleicht kann man sich den ja... Okay, hier geht's rein. Okay, hier sind die Sleepy Dudes. Du wirst erstmal beerdigt, junger Mann. Ich hätte gerne eine andere Waffe. Ist die besser? Naja, eigentlich ja nicht, ne? Eigentlich ist das Rohr schon besser. Okay, zack, 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 zack. Oh, der lebt doch, der Bastard. Da gibt's aber noch eins auf dem Deckel, du. So, ist das... Das ist nicht der Hemmstoffbehälter, FML. Aber der ist hier bestimmt irgendwo. So, wir nehmen... Nicht so laut, du wächst die anderen, junger Mann. So, ich höre hier auf jeden Fall die ganze Zeit welche labern. So, ihr schlafenden Idioten, euch hau ich einfach aufs Maul. Ich hinterrücks. So, dir auch. Hier bleibt keiner übrig. Das ist die Erlösung. So. Okay. Ja, was ich vorhin vergessen habe, zu Ende zu sprechen. Ich habe natürlich nicht nur das neue Mikrofon. Also nicht, dass jetzt das alte Mikrofon nicht neu war. Ich hatte mir ja das Rode Procaster geholt. Ein sehr geiles Mic. Aber meine Stimme klingt dadurch einfach... Die klingt nice, aber die klingt ein bisschen zu rau. Und man kann da natürlich mit EQs und allem möglichen dann rumfummeln. Sag mal, wo ist denn dieser Scheißbehälter, Alter? Das ist aber auch nicht... So, da kommt man auch nicht zum besten Ergebnis. Und da ich sowieso für meine anderen Aktivitäten auch ein Mic brauche, womit man Gesang aufnehmen kann, habe ich eigentlich gedacht, komm, schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe und holst doch noch das Shure. So, hier, wir kommen dem Behälter immer näher, Leute. Wir kommen dem Behälter immer näher, ich sag's euch. So, finde ich aber geil,
Ja, das finde ich nicht so geil. Oh Gott, ja, ja, komm. Bevor du hier großartig anfängst. So, durchsuchen. Ah, so ein Ding wird das. Nee. Oh Gott, wir haben schon lange nicht mehr... Ja, hä, was habe ich denn jetzt gemacht? Ich wollte keine Münze werfen. Das muss ich unbedingt ändern. Dass ich, da will ich doch blocken. Ach so, so blockt man. Okay. Die waren ja übel easy. So, da haben wir ein Tischbein gekriegt. Der andere ist runtergeflogen. Naja, soll er da unten bleiben oder kommt er... Ah, scheiße, hier sind noch mehr. Zack, zack. Okay, die können ja nichts. Oh, hier geht's wieder runter. Das heißt, der andere könnte eventuell doch noch... Oder war der das sogar? Der sah so aus irgendwie, ne? So, Hemmstoffbehälter. Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Hemmstoffbehälter. Oh Gott, hab ich überhaupt nicht wahrgenommen. Ab in die Dusche mit dir, du stinkst. Blöder Penner, Alter. Okay. Da müssen wir wohl noch eins hoch. Da ist er, der Hemmstoffbehälter. Wer sagt's denn? Ich auch noch. Zack, zack. Ja, viel Spaß da unten. Oh, was? Lebst noch? So geht's ja wohl nicht. Das habe ich gesucht. So. Und zwar kriegen wir hier das hier. Und zwar den Hemmstoff. Das Wichtigste. Ein Upgrade für Gesundheit und Ausdauer. Das ist important. Habt ihr wieder gerade das Bild flackern gesehen? Ich bin übrigens nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Denn in den Patch Notes für den kommenden PS5 und Xbox Patch und PlayStation Patch wird das behoben. Das ist nämlich ein kleiner Bug. So, her mit der Waffe. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Und dann machen wir uns auch direkt auf den Weg zur Mission. Denn wir müssen ja nach Downtown. Und vielleicht lässt sich da ja jetzt mal was machen, endlich. Gibt es hier noch irgendwas? Achso, mir kann ja diesen Blick machen. Ich vergesse das immer. So, wir laufen natürlich gerade wieder direkt in die falsche Richtung. Da gibt es noch eine Mission. Hier siehst du, da habe ich wieder die Hälfte übersehen. Vogelhäuschen gibt es doch auch meistens noch. Suchen. In der Jacke oder was? Da ist noch das Vogelhäuschen, seht ihr? Ich lerne. Lerne dazu, so mehr gibt es hier nicht mehr. Okay. Und den Gesundheits- bzw. Ausdauerpunkt kümmern wir uns sofort. Das war nicht ganz so spektakulär. So, ich will noch mal mit... Durstig. Durstig nach Liebe. So. Hallo. Moin. Probe für den großen Abend. Wo kommst du denn her, Hübscher? Ich hab dich, singen hören. Ich hab dich überhaupt nicht singen hören. Schnucki, wette, du dachtest, da würde jemand eine Katze strangulieren. Nein, gar nicht. Ich, Siehst du diesen Hals? Solltest du nicht. Normalerweise ist er eingewickelt in die weicheste, erlesenste Nerzdola. Lola war die Dame des Bazars. Aber ehe sie nicht wieder mit ihrer geliebten Nerzdola vereint ist, kann sie unmöglich auftreten. Aber wie soll Lola denn jemanden ohne ihre geliebte Nerzdola bezaubern? Du, das ohne weiß ich nicht. Treffe ich die hohen Töne nicht. Und ja, same, nicht Alter. Gerade überall Nerze herumhüpfen, oder? Wo ist sie? Vorhin kam eine starke Böe, riss sie von Lolas zarter Kehle und trug sie davon. Ich sah sie am Gerüst in der Nähe der GRE-Quarantäne flattern. Ecke Market und Horseshoe. Horseshoe. Lola ist machtlos und kann sie nicht bergen. Ich könnte das. Würdest du? Lola könnte zurück zum Bazar, um zu unterhalten, statt Kinder wie ein lauernder Screamer zu erschrecken. Screamer. Das können wir nicht zulassen. Nein, absolut nicht. Ich danke dir, mein Ritter in Strahlen, der... Was auch immer du da anhast. Ja, da sind ein paar zu viele Falten im Gesicht. Komm mir bitte nicht so nah. Das muss nicht sein. Ich bin nur noch ein junger Hüpfer. Du könntest ja meine Mutter sein. So. Okay. Das haben wir uns für später gemerkt. Was gibt's hier noch? Da gibt's noch einen Händler. Was ich werden
eine Meisterflötistin.